Hallo, also ich wollte euch jetzt mal vorstellen, ich habe das Problem gehabt, dass ich unbedingt Rohre abschleifen wollte von der Seite aus. Einfach um, ich sag mal, Unschönheiten gerade bei Edelstahlrohren zu beseitigen. Und da ist mir halt das Schleifen in Längsrichtung hat mir nicht gefallen. Vor allem, wenn man gerade Edelstahl schweißen will, dann will man ja, ich sag mal, die Schleifrichtung beibehalten. Wenn man das jetzt in der Längsrichtung schleifen würde, dann hat man halt in der Längsrichtung dann die Schleifriefen. Das hat mir nicht gefallen. Ich wollte es unbedingt halt in Querrichtung haben. Dazu habe ich mir eine Kleinigkeit einfallen lassen. Hierbei geht es einfach darum, dass ich einen Kegel habe, den ich in einen Akkuschrauber befestige. Und dann noch einen zusätzlichen Kegel habe, der halt Kugel gelagert ist. Der ist jetzt nicht perfekt kugelgelagert und auch nicht perfekt ausnivelliert, aber dafür reicht es eigentlich ganz gut. Das Ganze ist an einer schweren Platte befestigt mit einem Kugellager. So, wenn man das dann ganz absetzt, sie einfach einschlägt, den Akkuschrauber leicht startet und dann halt anfängt zu schleifen. Das ist nicht perfekt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und dann kann man das Rohr wirklich perfekt runterschleifen. Und man hat halt einfach die Schleifrichtung, die man sich einfach in welchem Sicht wünscht. So, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich habe es so, glaube ich, noch nicht gesehen im Internet. Dementsprechend wollte ich es einfach vorschlagen. Kann sein, dass es schon ein anderer als Idee hatte. Das ist einfach ein Kegel aus dem 3D-Drucker. Könnte man sich auch aus Holz machen oder aus Metall. Wäre noch besser. Habe ich aber keine Drehmaschine, die mir so einen großen Kegel zaubern könnte. Deswegen habe ich es aus dem 3D-Drucker gemacht. Und das sind im Prinzip zwei identische Teile. Nur dass das eine jetzt halt nochmal mit Kugellager ist und fest verbaut. Das andere lässt sich ein Akkuschrauber einspannen. Also viel Spaß beim Nachbauen, wenn ihr es braucht, wenn ihr es auch gut findet. Ciao!